6 Uhr wollten wir starten. Also wir sind noch 2 Minuten in der Zeit für den Kaffee. Es ist der 20. September. Wir fahren heute nach Bregenz zu einer Demo. Heute mal voll ausgerüstet mit Zusatzfahrzeug für Nachschub und mit dem professionellen Kameramann, der uns da diese Filme aufnimmt, so dass wir eigentlich in Zukunft die ganze Geschichte, wie Corona jetzt sich demnächst in eine, ich möchte sagen, glücklichere Zeit nach Corona wandeln kann, weil wir einen Inhalt als Botschaft liefern können, der, ich denke, bis jetzt vernachlässigt wurde, der aber die ganze weltweite Szenerie, dass alle Regierungen gleichgeschaltet werden können, das muss dahinter eine Macht stehen, die so weltumspannend ist, und diese Macht wollen wir in unseren Vorträgen ein bisschen aufdecken und ein Gegenkonzept anbieten. Gut. Uhr 10, in 6 Stunden sind wir dort mit dem etwas langsameren Bus. Also Geld ist ja das oberste Machtinstrument einer Bevölkerung, also auch ihres Staates natürlich. Und jetzt, wem gibst du diese Macht? Gibst du die Macht deinem natürlichen Feind oder deinem Freund? Die Leute haben noch nicht kapiert, dass ein Geldsystem, wie du jetzt das erzählst, es hat vielleicht genug, ich behaupte, es hat zu wenig, weil dieser Geldproduzent, der lebt ja von den Zinsen der Schuldner. Und wenn du in einem Staat das Geld einem Menschen gibst, der nur seine Einnahmen aus den Schulden generieren kann und auch die Geldmenge dadurch immer zu klein hält, damit ja möglichst viele Leute möglichst lang Schulden haben, das hat das Volk bis jetzt nicht durchschaut, dass das der natürliche Feind einer gut gehenden Wirtschaft ist, den wir heute seit 300 Jahren als Geldemittenten, als den Produzenten des Geldes haben. Und der hat sich so gut getan, dass wir nicht mal das einfache Spiel durchschauen, dass einer, der nur von Schulden lebt, nicht Freude dran haben kann, wenn es dir gut geht, mir geht's gut und wir haben alle viel Geld und wie in den Mickey Mouse Heftchen bei Donald Duck bringen wir es im Banker auf den Speicher und er ist dann nur der Trottel, der für uns den Tresor schließen muss, die Bewachungsmannschaft zahlen muss, dann sagt er, da habe ich ja gar keine Macht, wenn das Volk viel Geld hat. Also schaue ich, dass das Volk wenig Geld hat und dass für jede neue Investition müssen sie zu mir kommen. Ich bin der Banker, der jetzige, die Notenbank, ich heiße Rothschild und Co. Und ich gebe nur denen Geld, die das machen, was ich will. Wenn ich jetzt wieder wie im Corona sage, liebe Staaten, ihr seid zu viele Menschen da, so viele Sklaven brauchen wir nicht. Ja? Jetzt reduziert mal ein paar. Ich habe eine gute Idee, wir machen jetzt mal einen Virus, den verkaufen wir als gefährlich zuerst, ja, dann ist er aber gar nicht so gefährlich und dann gibt es aber so viele Möglichkeiten, jetzt Maßnahmen dem Volk aufzuzwingen, dass sie am Schluss Haufen selber umbringen, die Firmen gehen pleite, Existenzvernichtung, damit beseitigen wir den Produktionsüberschuss, die Marktsättigung. Mhm. Früher haben wir die mit Kriegen beseitigt, wir, die Banken, haben ja auch immer die Kriege finanziert. Also wenn du als Staat das toll findest, dass dein Geldgeber sagt, wann es Krieg gibt, wann es Menschenvernichter gibt, wann es eine Epidemie gibt und dass ihr alle kuschen müsst, wenn ich, Geldgeber, euch sage, nee, morgen gibt es kein Geld mehr, wenn ihr nicht das und das macht. Wenn man da zum Ursprung gehen von der kompletten Materie, dann ist es eigentlich die Geldschöpfung, oder? Der das Geld herstellt, ist der Mächtige. Dort fängt es an.
Wer? Dort beginnt es, oder? Das ganze Geldspiel oder geht dort eigentlich los, wo es herkommt. Der hat ja schon geschichtsträchtig seine Meinung dazu gesagt. Er hat gesagt, gebt mir die Macht der Geldschöpfung, es interessiert mich nicht mehr, wer die Regierung macht, wer die Gesetze macht, weil ich stehe über allem. Ich sage dem Gesetzgeber, was er jetzt zu Gesetzen machen hat und nachher die Regierung. Ich kann mit meiner Geldschöpfung jeden kaufen. Ja, okay. Und die hört auf, Geld mit D zu schreiben. Schreibt's mit T. Und vergesst das Wort Rechnung. Rechnung heißt in Zukunft Geltungsschein, weil auf dem Lieferschein steht, was wir liefern. Auch wenn du Arbeiter bist in einer Firma, lieferst du deinem Chef deine Leistung. Ja. Und die schreibst du eigentlich auf dem Lieferschein. Und Ende Monat machst du draus eine Vorher hast du eine Rechnung draus gemacht, jetzt machst du einen Geltungsschein draus. Und damit kriegst du das Bewusstsein, dass du der Emittent deines Geldes bist. Und ich habe das erste Buch eigentlich auch so in einer Kurzzusammenfassung überschrieben, jeder schafft sein eigenes Geld. Das war schon immer so. Aber Geld ist nur dann Geld, wenn es transportierbar ist. Von deinem Konto auf seines, auf meines, ich auf wieder auf das nächste. Und das haben die Banken, als der Computer eingeführt wurde, sofort sich unter den Nagel gerissen. Diese Transferierbarkeit über Computer. Aber natürlich können heutige Computer, die wir im Internet ja alle vernetzen können, diese buchhalterischen Warenkonten so vernetzen, dass jeder da dran ist und dann braucht es nur noch Verrechnungskonten und der Geldschöpfer waren wir schon immer und diese Verrechnung ist dann der Geltungsfluss, dass jeder weiß, jetzt geht mein Konto ins Plus, nachher geht es ins Minus, wenn ich wieder konsumiere und damit haben wir das Geldmonopol der, ich sage jetzt noch direkt der Banken, der Rothschild-Banken haben wir in unsere Hände zurückgeholt, weil der frühere Mensch war immer sein eigener Warenschöpfer und damit Geltungsschöpfer. Okay, das heißt, wenn ich arbeite, wenn ich Arbeit verrichte an, also in Form von Dienstleistung, zum Beispiel schöpfe ich in dem Moment Geld, wo ich arbeite oder wo ich dann mein Produkt verkaufe oder weitergebe. Die Geldschöpfung geht nie alleine, wenn du was für dich machst, ist es mal Hobby. Ja? Wenn aber jemand kommt und sagt, ach, das gefällt mir, ich würde gerne das erwerben von dir, was willst du dafür? Diese Frage, was willst du dafür, macht dich zum Geldschöpfer. Jetzt kannst du dir überlegen, die Recheneinheit ist Euro, das ist der gemeinsame Nenner, das versteht jeder, der weiß jeder, was ungefähr 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro ist. Dann sagst du, ja, für diese Arbeit möchte ich jetzt 100 Euro. Und damit schaffst du Geld, indem du deinem Kunden, der jetzt sagt, ich hätte gern dieses Produkt, ein Angebot machst, gib mir 100 Euro, aber die gibt er dir nicht physisch, sondern die werden dann über die Verrechnungskonten gebucht. Und damit habt ihr zusammen Geld geschaffen. Okay. Und muss jetzt der was das Produkt um 100 Euro haben möchte, muss der die 100 Euro haben? Nein. Dir als Verkäufer kann es egal sein, ob er im Minus arbeitet auf seinem Konto oder ob er schon von einem großen Plussaldo ausgeht. Das interessiert dich nicht. Wenn ein Käufer sagt, ich zahle dir 100 Euro, weiß er in seinem Konto, das brauchst du als Verkäufer nicht wissen, die Buchung kann sofort erledigt werden, das kann man gleich im Handy buchen, oder? Du sagst, mein Kontonummer ist die und die Nummer, bitte transferier mir 100 Euro. Wenn die 100 Euro bei dir ankommen, als Euroweg natürlich, als diese WEG-Einheit, dann hast du die 100 bekommen. Ob er das auf Minus- oder auf Plusbasis von seinem Konto abbuchen lässt, interessiert dich nicht. Aber du bist ein Geldschöpfer. Wenn er es auf Minus buchen musste, dann habt ihr tatsächlich Geld geschaffen. Wenn er es vom Plus nimmt, habt ihr Geld vernichtet. Das hat das Volk keiner nie begriffen. Geld wird immer geschöpft, vernichtet. Je nachdem, ob ich vom Minus oder vom Plus was nehme. Könnte man mal relativ klar und einfach analysieren, wo der Fehler im momentanen Geldsystem liegt. Der Vorteil für die kleine Masse wahrscheinlich, ein paar kleine und der Nachteil für ganz viele. Wo liegt der und wie kann man das wirklich verstehen, ohne dass man jetzt dann buchhalterische Ausbildung oder Finanz irgendwie. Also das Geldmonopol, das Geldschöpfungsmonopol, das hat sich Jahrhunderte so im Hintergrund getarnt,
und nach vorne eigentlich immer Lügen erzählt. Ich nenne es die Mutter aller Lügen, ist das Geldsystem. Ja? Und wenn du nur belogen wirst, hast du eine komplett falsche Vorstellung, was ist eine Bank, was ist meine Sparkasse, was ist mein Geld, oder? Die Leute glauben, wenn sie ihr Geld, das sie ja nie besitzen, sie haben es immer nur geliehen, weil auch der Erste, der die Geldproduktion anleiert, wenn es der Staat ist mit dem Staatskredit, der hat das Geld nur geliehen und muss es wieder zurückliefern mit mehr Geld, als er es geliehen hat. Das kommt noch dazu, dass die Zinsmenge gar nie geschaffen werden kann, weil man nie weiß, wie lange hat man Schulden und wie lange muss man Zinsen zusätzlich zum Kredit bedienen und zahlen. Also mein Geld auf der Bank, das ist in dem Moment, wo ich es dort schon einzahle, an der Kasse, ist das am anderen Tag weg. Entweder gibt es die Bank weiter auf die Nationalbank und die gibt es in die Börse oder sonst wohin. Also an die Börse gehen die normalen Großbanken in erster Linie, die Nationalbank eher nicht. Aber das Geld wird in dem Moment eigentlich verdoppelt. Dann hast es du auf dem Konto und die Bank hat es in der Kasse. Das hat auch noch kein Mensch, das hört auch nie in der Tagesschau, das kommt auch nicht im Fernsehen, das erklärt auch kein Mensch. Ich erkläre das gerne, weil ich durch das, dass ich ja selber mit Euroweg diese Geldschöpfung jetzt nachvollziehen kann, indem ich nur aufschreibe, was du einem Kunden verkaufst, aber da wir auch jetzt für den Übergang ein sogenanntes Prepaid-Konto wie das Handy-Bezahlsystem, das wir ja schon von Anfang an drin hatten, dann können die Leute auch das alte Bankengeld, weil wir ja nicht wissen, wie lange es die Banken noch gibt, ja? Also der Fehler ist so gravierend, dass er jetzt zu einem Super-GAU führen müsste, mathematisch, weil niemand mehr diese hohen Schulden, wir haben ja weltweit dreimal mehr Schulden als Bruttosozialprodukt. Das heißt, die Welt müsste mal 3 Jahre für nichts arbeiten, um nur die Schulden zurückzahlen. Also kann keiner einen Lohn beziehen oder eine andere Rechnung zahlen. Das dreifache Bruttosozialprodukt sind die Gesamtschulden. Und das weiß man, dass das ein Rohrkrepierer geben muss und dass man dann ein neues System beginnen muss. Bis jetzt ist das System schon x-mal so zusammengebrochen, aber hat immer wieder mit dem gleichen Tauschgeldsystem mit Zins wieder neu begonnen. Und ich denke, jetzt im 21. Jahrhundert, 2020, September, Oktober, man rechnet mit dem Supercrash demnächst, da sind die Menschen dank Internet, dank alternative Medien so gut informiert über Geld und was wir seit auch 15 Jahren im Internet als Datenbank anbieten, dann wäre es also ein Witz der Geschichte, wenn man nochmals mit dem gleichen Fehler ein neues Geldsystem aufbauen würde. Also wir sind jetzt geistig so weit, dass wir auch die Werkzeuge haben, das Internet, diese buchhalterische Verrechnungsdatenbank, dass wir nicht mehr den gleichen Fehler zum x-ten Mal wiederholen brauchen. Sagt das Immunsystem, wenn wir uns abschütten gegenüber Andersdenkenden und bei der Neuinfizierten und Angst ist das Gegenpol zum Mut zum Leben und das sollten wir um unsere Immunität zu stärken. Kontaktschuld kann auch auf zweierlei Arten interpretiert werden. Einerseits, dass man eigentlich nur mit Gleichgesinnten zusammen sein sollte, was eigentlich auch schlimm ist
wenn man den Marktplatz der Ideen meiden muss. Wir sind Schweizer, wir haben einen Bus da vorne und wir sind Geldspezialisten. Also ihr habt ja gehört, es soll ein neues Geldsystem kommen, das ist aber das Materielle der Illuminati. Wir haben schon vor 30 Jahren gewusst, was heute laufen wird. Also diese Covid-Geschichte und die Weltvernichtungsgeschichte, die ist schon 30 Jahre bekannt. Wir haben schon vor 20 Jahren Gegenmaßnahmen ergriffen und die setzen wir jetzt mit Ihnen zusammen um. Aber wir brauchen Ihre Mithilfe, Ihr Netzwerk. Wir haben die Software schon entwickelt vor 20 Jahren. Wir haben die Finanzen dazu bereitgestellt. Wir haben Kontakt mit Russland, die uns unterstützen. Aber die Russen wollen sehen, dass ihr alle dabei seid. Und ich halte da vorne einen kurzen Vortrag, dass ihr mitkriegt, was ihr machen müsst. Ich gebe immer Hausaufgaben mit auf den Weg. Ja? Die Hausaufgabe, ich habe da vorne einen Bus, bevor... Hinter der Eisdiele. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, es hat ein paar Schweizer Fähnchen dran. Und ich werde in 10 Minuten dort vorne Ihnen ein bisschen genau sagen, nur kurz, 10 Minuten, was ihr zu tun habt, damit ihr dabei seid beim neuen spirituellen Geldsystem. Die Entmaterialisierung des Geldes ist die Buchhaltung der Zukunft und damit werdet ihr endlich souverän. Ihr werdet die souveränen eigenen Geldschöpfer. Und ihr braucht keinen Bill Gates und keine Weltbank und keine... die Regierung und alle sind gekauft, versteht ihr? Wie kann man weltweit einen Lockdown verfügen, wenn nicht hinten dran eine große Geldmacht steht und sagt, entweder macht ihr das oder wir schneiden euch in Zukunft alle Geldquellen ab. Ja? Wir sind alle mit diesem heutigen Geldsystem erpressbar. Unsere Polizei, unsere Ordnungskräfte, alle sind notwendig immer auf den Zahltag Ende Monat angewiesen. Ja? Und wenn sie den nicht kriegen, also gut, dann müssen sie halt den Job machen, den man ihnen aufoktroyiert. Und das ist jetzt zu Ende. Nächstes Jahr kommt eine neue Zeit auf uns zu, aber ihr müsst euch vernetzen und das Netzwerk heißt www.euro.weg, Welteinheitsgeld, also euroweg.net. Server gehört einer Partei, die heißt Humanbewegung. So kann sie nicht mehr vom System boykottiert werden, das haben sie mir schon zweimal gemacht. Die haben uns schon viel Geld geklaut, wir sind schon 20 Jahre aktiv in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland fangen wir eigentlich jetzt an, weil die Deutschen den Auftrag haben, es umzusetzen. Ihr seid die Macher, also fangt an. Wir haben die Software und alles vorbereitet. Vernetzt euch über uns. Also wenn ihr noch etwas mehr hören wollt, dann da vorne. Hier mal ein bisschen Wasser kostenlos nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt stundenlang ohne Getränk da saßen. Bedienen Sie sich hier. Die schon was haben, sollen bitte weggehen. Also, wir sind seit 1996 aktiv. Da habe ich eine Genossenschaft in der Schweiz gegründet, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, Humanwirtschaft. Ich hatte mit 19 Jahren die Grundidee dazu, nämlich, wenn die Banken einen gesetzlichen Gewinnschutz haben fürs Nichtstun, dann muss in gesättigten Märkten jeder Mensch das auch haben. Ja? Damit können sie erst ihre Bonität erhöhen und damit werden sie zum Geldschöpfer. Also es geht relativ weit zurück. Ich habe über 1000 Buchseiten darüber geschrieben und das ist viel zu kompliziert und ich möchte Ihnen auch nicht aufbürden, dass Sie das alles verstehen müssen. Ja? Ich habe in meinen Tausenden von Vorträgen von 96 bis 2005 den Menschen am Schluss, oder ich habe immer gefragt, welche Folie hat Ihnen am meisten eingeleuchtet, dann waren das die zwei Kreise, Warenkreislauf, Geldkreislauf. Wer ein bisschen Buchhaltung versteht, weiß, dass wir immer blöderweise, nachdem wir den Warenkreislauf, also Kunde, Lieferant, getätigt haben, warten wir auf das Geld der Banken. Und die blockieren. Ja, ich mache mal ohne Mikrofon weiter. Wir können uns diesen zweiten Geldkreislauf nämlich sparen. Ja, kommen Sie ein bisschen näher. Erster Test meiner Boxen da. Und der Geldkreislauf ist nur noch Buchhaltung. Und zwar die Warenbuchhaltung, die Sie als Unternehmer, ich nehme an, viele sind Unternehmer, wenn man diese Warenbuchhaltung, Kreditoren, Debitoren vernetzt, dann braucht man die Geldbuchhaltungskonten nicht mehr. Das heißt, wir können uns die Banken mit ihren Konten, die nur
wie auf dem Monopoly-Brett nachspielen, was wir in der realen Wirtschaft leisten. Und dann sagen die immer noch, ja, ihr müsst warten, bis ihr einen Kredit kriegt und ihr müsst noch, die verzögern uns immer. Ich sage immer, die Banker sind die Verhinderer von Wohlstand und von schnellerem Austausch unserer Leistung. Und diese Nötigung, die hat man uns aufgebürdet, weil man das Geld ursprünglich für Analphabeten erfunden hat. Und da wir jetzt Internet haben seit 20 Jahren, sind wir auch keine Analphabeten mehr. Wir können uns vernetzen und es ist wirklich nur Buchhaltung. Das Geld der Zukunft entmaterialisiert sich dadurch. Und dieses Softwareprogramm hat ein Genie von Programmierer geschrieben, 205. Ein echter Systemwechsel, der muss eben unterlegt sein mit Know-how. Und Know-how ist Buchhaltung, Buchhaltung, Buchhaltung und Software, Internet. Ich bin aus der Computerbranche gekommen, vor 30 Jahren schon. Ich hatte immer die erste modernste Computeranlage und wusste schon, was man damit machen kann. Man kann sich von den Banken befreien, weil die sind nur die Gauner gewesen, die dieses Netzwerk schneller sich unter den Nagel gerissen haben, als wir denken konnten. Ja? Und jetzt holen wir aber auf. Ja? Und man musste warten auf dieses Spiel, dass die Banken jetzt inszenieren. Das ganze Covid-Theater ist ja eine reine Show. Es ist eine Vernichtung von Wirtschaft und Mensch. Also das wissen wir seit 30 Jahren. Das ist eigentlich nur eine getarnte Krankheit, die noch kommt, die über 5G kommt. Ja, Sauerstoffarmut in ihren Zellen veranlassen. Über Frequenzen. Ich komme aus der Frequenzmedizin. Ja? Ich bin auch mit einer Ärztin liiert, schon seit Jahren. Und wir kennen das Thema. Also wir wissen, was hinter Covid steht. Es ist die Vernichtung der Menschheit, auf die Hälfte reduzieren. Und das lässt der Kosmos nicht zu. Ihr müsst da gar keine Angst haben. Das ist gegen den göttlichen Plan. Und gegen göttliche Pläne haben diese Herren keine Chance. Bitte? Ja, sie haben keine Chance. Wir haben schon gewonnen. Aber die uns unterstützen, das sind Regierungen wie Putin und Trump. Das, ja, ich habe Kontakt mit denen. Die haben vor 4 Jahren diese Software geprüft und gesagt, das ist das größte, beste, was sie je gesehen haben. Und ich habe den Termin in Moskau, um die Software auf russischen Servern zu implementieren. Weil es kommen immer wieder Leute und haben Angst, ja, wenn dann das wieder blockiert wird von Bill Gates und seiner Mafia. Nein, ich komme aus dem Militärbereich in der Schweiz. Ja, ich weiß, was ein Militärserver kann. Ich habe in der Rüstung gearbeitet. Wir sind ein bisschen weiter, als Bill Gates denken kann. Ja. Ich habe vorher einer Dame gesagt, ich bin auch spirituell erzogen worden und habe Parapsychologie und Soziologie studiert, neben Maschinenbau und allem Möglichen. Und da muss man ein paar Medien haben, die haben wir auch in unserem Umfeld. Wir kennen die Zukunft, wir haben gewonnen. Aber die Leute in Russland, die wollen massenmedienkonform solche Sachen sehen, was wir hier veranstalten, dass wir uns organisieren. Und jetzt kommt die Hausaufgabe für Sie, wie ich vorher gesagt habe. Ihr sollt heute oder morgen früh spätestens oder spätestens bis Ende der nächsten Woche ein euroweg.net-Konto eröffnen. Putin wartet drauf. Das ist die Software, die er nachher implementiert auf Staatsebene und eines Tages verkündet. Liebe Leute, die Banken haben uns in den Ruin geführt, das wissen wir. Der Staat ist pleite, die Unternehmer sind pleite, aber wir können morgen bei Null mit einem neuen System beginnen und jetzt müsst ihr alle ein Konto eröffnen bei euroweg.net. Wenn ihr jetzt schon anfangt und seid, dann haben wir sofort die. Also ich schätze, dass wir jeden Monat 10.000 Konten eröffnen und das immer wieder verdoppeln. 10, 20, 50, 100, 500.000. Ja? 100.000 Konten genügen. Ich sage euch um was. Ich schenke jedem, der so ein Konto eröffnet, 100 richtige Euros. Die kriegt er auf sein Konto gut gebucht, wenn er, um unseren politischen Weg zu finanzieren, selber nochmals 120 Euro dazulegt. Und jetzt müsst ihr eines, ich habe 10 Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe, was die Banken mit uns immer machen. Wenn Sie auf der Bank was einzahlen, wissen Sie, wie viel Geld das dann nachher drauf liegt? Das Doppelte. Einmal das, was die Bank Ihnen aufs Konto schreibt und das, was Sie eingezahlt haben, hat die Bank noch in der Tasche. Und mit dem Geld geht sie spekulieren und verjubelt das Geld und macht vor allem die Finanzierung ihrer Konkurrenz, damit man ihnen den Gewinn runterdrücken kann, dass sie immer so
knapp mit dem Existenzminimum überleben müssen. Also es ist eine Gaunerei hoch 10. Man sagt ja, das Bankensystem ist das größte Betrugssystem. Aber wenn man es so durchschaut hat, wie ich das gemacht habe in den letzten 20 Jahren, kann man es noch sein, zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen. Bravo. Also wir sind keine Analphabeten mehr in Sachen Geld. So, aber es ist viel zu kompliziert, euch da meine 5 Bücher zu erklären. Das erste Buch, das ich hier habe, was müssen wir ändern? Buch 2, wer ist dazu berufen, kosmisch es zu ändern? Und Buch 3, wie übernimmt man einen Staat? So, steht alles. Ihr könnt auf den Webseiten bei mir alles nachlesen. Ja, das muss man wissen, versteht ihr? Was wollt ihr hier jammern über, wie schlecht es uns geht wegen den Covid-Maßnahmen? Das hat keinen Sinn, ja? Es ist zwar nett, dass ihr alle hierher kommt, aber ihr seid wie eine Herde unbewaffneter Krieger und wollt in den Krieg ziehen. Ist das Dümmste, was man machen kann, ja, ohne Waffen. Ihr kriegt hier die Waffen für diesen Kampf, ja, um euch zu befreien. Ihr seht hier hinten irgendein Schild noch mit dem Code drauf und mit den 3 Jahren. Das ist mein Wappen, weil ich von der Insel Reichenau stamme. Ich bin ein Bodenseekind, ich bin ein ausgewanderter Deutscher. Meine Mutter hat mich Gott sei Dank mit 5 Jahren in der Schweiz abgeliefert. Muss ich ihr heute noch danken, ja. Und wie gesagt, ich bewaffne euch, aber ihr müsst auch was dazu tun. Wer hat 120 Euro übrig für diesen Endkampf? Ja. Jetzt könnt ihr. Ja, gut. Entschuldigung, Tautologie hat mich erwischt. Gut, das sind die Hausaufgaben. Mehr möchte ich Ihnen gar nicht verraten jetzt, sonst wird es tatsächlich noch ein einstündiger Vortrag. Außer ihr wollt ausharren. Was wollt ihr noch wissen? Habt ihr noch eine Frage? Also ich denke, wenn die Wahlen vorbei sind, dann ist der Spuk mit Covid-19 vorbei. Ja, Punkt 1. Amerikanischen Wahlen. Ja, die amerikanischen Wahlen. Trump wird gewinnen, er hat schon gewonnen, ja. Nachher kann keine Regierung mehr diese Maßnahmen durchsetzen. Zweiter Lockdown wird nicht kommen. Nein. Lassen wir uns nicht gefallen. Ja, wir machen einfach nicht mit. Ich rufe euch alle auf, geht das machen, was ihr immer macht. Ja? Also ich bin schon als Terrorist bezeichnet worden, ich weiß, wie der Laden läuft. Ja? Und als Krieger war ich im letzten Leben sehr erfolgreich. Ich habe noch Energie mitgebracht. Ja? Mein Vater war oberster Chef der Schweizer, der war oberster Chef der Schweizer Flugwaffe. Ja? Also ich bin in jedem Jet gesessen und ich habe alle Sicherheitsarmeen der Schweiz ab und zu besuchen dürfen. Ja? Haben Sie die Bücher anonym geschrieben? Nein, es steht mein Name drauf, Hans-Jürgen Klausner. Geht ins Internet nach meinem Namen recherchieren. Ich mache nichts Anonymes. Ich habe zwar mal von einem Numerologen mitgeteilt bekommen, dass meine Quersumme 19 sei. Und 19 sei inkompatibel mit den meisten. Ich sei halt ein Einzelgänger. Aber wenn ich eine Masse bewegen soll, dann muss ich einen gängigeren Namen haben, numerologisch. Dann hat er mir vorgeschlagen, Hans Helmut. Also, wenn ihr auf den Hans Helmut irgendwo noch stoßt, dann bin das trotzdem ich. Ich habe keinen Bruder. Fragen mich ab und zu die Leute, ob ich noch einen Bruder hätte. Das war Numerologie, um massenwirksame Botschaften verbreiten zu können. Ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Also nach den Wahlen? Ah ja, ja klar. Wir werden, es ist so, es kann tatsächlich ein Grundeinkommen eingeführt werden von den Militärregierungen, die dann das Rezept, also das Zepter in die Hand nehmen, wie das Trump in Amerika gemacht hat, 4, 5, 6 Monate, weil wir sind in Russland dabei, die jetzige Euroweg-Software, wo ihr nur mal ein Konto eröffnet, ja, also ihr eröffnet dort 2 Konten, ein virtuelles Kreditkonto, das ist Warenkredit, dort kriegt jeder auf Anhieb 33.300 Euro Weg Einkaufsrahmen. Dazu gibt es ein altes Cash-Konto, wie das heutige Bankkonto, damit ihr euch aus der Bank entfernen könnt. Es haben viele Leute schon einiges eingezahlt auf dieses Konto, damit sie wieder, und Geld ist immer dann Geld, wenn sie es transferieren können, von A nach B oder von Mutter zu Tochter und so weiter. Und das Dritte ist, wir werden nie Bargeld abschaffen. Wisst ihr, wie ein Banker hat mich mal angerufen und hat gesagt, Herr Klausner, Ihre Software ist sensationell, aber weil ich schreibe immer elektronischer Wechsel. Es stand nämlich mal in Wikipedia, der Wechsel ist ein unternehmereigenes Kreditgeld in Zeiten großen Geldmangels
leider aus der Mode gekommen, weil er nicht elektronisch darstellbar sei. Da habe ich gesagt, ich Gauner, ich habe die Software schon lange gemacht, ich kann den Wechsel elektronisch darstellen. Also damit habt ihr ein Unternehmer eigenes Kreditgeld bekommen, ja, also nützt es aus. Und dann hat mir der Banker gesagt, der auch schon in Rente ist, darum kann er das, ich soll doch auch den aus Papier machen. Das heißt, wir machen 10er, 20er, 50er, 100er, 500er, 1000er, da steht nicht Banknote drauf, sondern Wechsel. Und unterschrieben mit Ihrem Namen, damit schaffen Sie Ihr eigenes Papiergeld. Das ist Wörgel, war das, oder? Oder wo war das? Nein, das Wörgel ist was anderes, aber fast in der ähnlichen Form. Und, ja, und jetzt kommt, gut, dass Sie mir das Wort Wörgel gesagt haben. Damit Sie diese ganze, ich habe 30 Jahre dran rumgemacht, bis ich die Bücher schreiben konnte, ja. Das brauchen Sie nicht nachvollziehen. Geld ist dann Geld, wenn Sie damit die Steuern zahlen können. Und dafür sage ich, habe ich schon eben über Russland die Leitung gelegt, ja, dass wenn eine Regierung demnächst, nächstes Jahr, April, Mai, Juni schätzungsweise, so lange wird es noch ein Grundeinkommen geben, ja, und nachher wird umgeschaltet, nicht auf das Bill Gates oder das Elon Musk oder das Microsoft, ein Microsoft-Finanzsystem, das könnt ihr alles vergessen, das sind immer noch Materialisten, die das Geld immer materiell schaffen und ihnen immer noch ins Gehirn implementieren wollen, dass Geld ein Produkt sei. Geld ist nur noch Buchhaltung und das Geld, Sie müssen Geld mit T schreiben, das Geld ist die Leistung, die auf Ihrem Geldtonschein steht. Geldtonschein hieß bis jetzt Rechnung. Vergessen Sie das Wort Rechnung und schreiben Sie Geldtonschein und da sind Sie schon in der Zukunft. So, und wenn Sie mit diesem Geldtonschein die Steuern zahlen können, dann brauchen Sie nicht mehr überlegen, wie es funktioniert. Das ist die Lösung und die einfache Implementierung und das wird über Russland uns demnächst verkündet. So, das ist eigentlich der Kern der Aussage, dass ich Ihnen sage. Dann lassen Sie mich 100.000 Kontoeröffner jetzt organisieren. Sie sind die Ersten, die das von mir so erfahren auf einer Demo. Eröffnen Sie das Euroway-Konto, 100 Euro einzahlen auf Ihr Konto, damit verdoppeln Sie, das sind bei 100.000 10 Millionen, damit verdoppeln Sie die 10 Millionen, das heißt, Sie haben sie noch und ich habe sie auch. Und was mache ich damit? Wahlkampf. Noch weitere solche Busse, überall Teams, so wie Sie mit Querdenken das organisiert haben, das ist alles schon gut vorbereitet. Ich liefere Ihnen nur die Waffen dazu, dann ist es gelaufen. Schönen Abend, danke. Baby bleibt, weil das ist ja so schwer, das sinkt dann nach 10 Tagen wieder runter. Und dann ist es wieder glasklar. Ist das so wie dann. Ich heiße Markus Rüegg, bin aus der Schweiz, bin jetzt hier da in Bregenz bei dieser Demo vom Querdenken. Und am Stand von Hans-Jürgen von Euroweg. Das Thema ist hier das neue Geldsystem. Er hat eigentlich das genialste Geldsystem entwickelt. Und was mich ein bisschen frustriert, ist diese lieben Patrioten, die machen viele schöne Demos, haben auch gute Analysen und gute Kritik des Bestehenden. Aber was mir fehlt, sind Lösungsvorschläge und Perspektiven. Wie soll denn unsere Welt aussehen, die wir kreieren wollen, wenn wir da befreit sind von diesem satanistischen System? Und wie kommen wir da hin? Und das fehlt mir. Und deshalb sammle ich eben auf meiner Homepage Lösungsvorschläge, auch Euroweg von Hans-Jürgen hat ein Inserat auf meiner Homepage. Gibt es ganz viele zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel der Ralf Otterpol hat einen sehr guten Vorschlag zum Thema Landwirtschaft, Permakultur, Siedlungspolitik, sogenannte Gartendörfer. Also es gibt ungeahnte Möglichkeiten, die aber noch nicht sehr bekannt sind. Und ich versuche jetzt eine Kampagne zu starten, um den deutschen Geist wieder aufblühen zu lassen. Wir deutschen Völker, Deutschland, Österreich, Schweiz,
sind eigentlich die kreativsten. Die meisten Erfindungen kommen aus diesen Ländern. Und wenn wir das wieder reaktivieren, da ist ganz viel Potenzial drin. Und dazu suche ich kreative Köpfe. Dazu suche ich hervorragende Lösungsvorschläge und Projekte, die Vorbildfunktion haben, die etwas verwirklicht haben, was wegweisend ist für die Zukunft. Für die Zukunft, die wir gerne wollen, die wir gerne hätten. Ja, das ist eine kleine Grußbotschaft aus der Schweiz, aus Winterthur. Tschüss zusammen. Ich habe den Hans-Jürgen im 98 kennengelernt, wo die Weggenossenschaft in Biel gegründet hat. Und bin seither dabei. Ich war auch im Talent dabei. Das ist ein Geld ohne Zins. Weil das mit dem Zins hat mich immer beschäftigt. Erst mal einer auf die Idee gekommen, Zeit zu verkaufen. Einfach, ich gebe dir Geld und mit der Zeit gibst du mir mehr davon zurück. Und das ist ein Betrug. Weil Zeit ist nicht eine Materie, weil Zeit kannst du nicht verkaufen. Das ist ein Betrug. Aber die ganze Geldwelt hat das angenommen und deswegen die Banken und all das System. Und wir arbeiten jetzt daran, ein Geld ohne Zins in die Welt zu setzen, weil ohne Zins geht das auch. Und das ist immer die Frage nach der Gelddeckung. Wer deckt das Geld? Da musst du immer noch mehr haben, Goldreserven und so, aber das stelle ich in Frage. Wir decken das Geld mit Arbeit, mit Leistung, mit Dienstleistungen. Das ist viel besser und sicherer und auch auf lange Zeit ausgedacht. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil es hat mal einer gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und an das müssen wir uns halten. Dass man die Wahrheit sagen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man ist jetzt der einsame Verschwörungstheoretiker und Psychopath oder so. Man trifft immer mehr Leute, die dieses Bild auch teilen. Und wenn das System nichts zu verstecken hätte, dann würde sie den Skeptikern, sage ich mal, das erklären. Aber anstatt etwas zu erklären, greift man die Leute an. Und das zeigt, dass sie was zu verbergen haben, oder? Das, meiner Meinung nach. Also es passt alles in das Bild, dass man eigentlich sieht, dass dieses Anti-Bild mit Q, sag ich mal, von Amerika, auch dort, es gibt niemand, Q hat nichts privat aufgerufen oder irgendwie rechtsradikal und so. Man stellt es einfach in die Ecke, man stellt alles in die Ecke und man sieht einfach, wie das System mit solchen Veranstaltungen umgeht, über 1 Million Leute und dann sagt man, ja, das ist ein, wir haben gesagt, Wanderzirkus von Verschwörungstheoretikern. Wie können die sich das erdreisten, eine so große Menge von Mitmenschen, von ihren Wählern und Steuerzahlern, einfach so ja, negativ hinzustellen, oder? Je mehr man dem Ganzen gefolgt ist, und ich bin es die letzten paar Jahre, desto mehr kriege ich mal ein klares Bild, wie diese Medien wirken, also besonders in Amerika sieht man es jetzt auch. Es ist ein unglaubliches System, was wir bis jetzt hier erlebt haben, und diejenigen, die dann so weit gekommen sind, das zu erkennen. Die können es praktisch nicht glauben, aber es ist die Realität. Also, zum Beispiel 9-11 hat man mir schon gesagt, ja weißt du, es kann gar nicht sein, dass Tausende von Leuten gleichzeitig dieselben Lügen erzählen. Aber genau das ist der Punkt. Genau so ist es. Alle Medien und Tausende von Experten und Leuten erzählen dieselben Lügen. Und die sind wahrscheinlich vernetzt irgendwo in Geheimgesellschaften oder kriegen Geld dafür. Aber das ist die Realität. Aber es gibt ja so viele komische Verschwörungsserien. Und man weiß, schlussendlich weiß man nicht mehr, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Oder? Ist jetzt die Erde eine Scheibe, ist sie rot, ist sie hohl. Das kann ich nur mit einstimmen. Es geht aber hier nicht nur, wie
Ich denke mal, wir sind an einem Breaking Point und Q in Amerika ist scheint eine, die haben sich geoutet, die haben gesagt, sie sind vom militärischen Geheimdienst, es sind 800 militärische Geheimdienstpersonen, die den Trump beraten und dass da ein riesen Plan läuft schon lange, um dieses globale satellitische Netzwerk auszuheben, um es mal wirklich beim Namen zu nennen, ja. Also Details kenne ich auch nicht, ich bin schlussendlich einfach ein interessierter Bürger, dass ich selbst informiert habe und es gibt viele Themen, wo ich mich danach frage, ja, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, aber gibt's um zu sehen, was bisher wirklich gelaufen ist in Bezug auf Kriege oder 9-11, aber eben auch die Mondlandung, das passt überhaupt nicht, was die uns da aufgetischt haben und es gab nie eine Aufklärung, es gab nur ein Bashing von denen, die Fragen stellen und das tut man ja nicht, also man klärt ja auf, wenn man nicht im Staat ist und jemand nicht nachkommt oder Fragen hat, dann klärt man ja freundlicherweise auf und zeigt die Beweise. Der erste improvisierte, ich sage dem gerne, Bewaffnung der Menschen, die zu euch an die Demos kommen. Natürlich gerne sich informieren lassen, warum das alles ein Fake ist, was wir hier unter Corona uns aufzwingen lassen müssen. Mein Thema war 30, 40 Jahre lang das Geldsystem zu ändern. Ja? Und das, was jetzt hier abläuft, das wussten wir schon in den 90er Jahren. Ja? Wir wollten ja auch zum Jahr 2000 schon dem System den Stecker ziehen, aber es war noch nicht die Zeit. Aber jetzt ist die Zeit da. Ja gut, wir verabschieden uns jetzt hier von Bregenz, fahren wieder Richtung Spital an der Drau. Fangen wir an, gut.